Wir sind wieder So, da. jetzt muss ich mir irgendwie noch den Chat sichtbar machen und dann kann ich ganz losgehen. Oder so ähnlich. Hallo. Wo sind meine... Meine Handy-App hat den Stream noch nicht gefunden. Hochprofessionell. Ja, der Stream, den kann ich ja erst finden, wenn er schon läuft. Also in einer Minute. Ja gut, vorher gibt es auch keinen Chat, in den ich irgendwie gucken müsste. Insofern, ob so will. Dann kann ich ja Bist du derzeit. da? Nee. Bist ja noch gar nicht da. Nö, nö. Bin noch auf dem Bildschirm. Weil ich kann gleich das neue Feature, was theoretisch steht, präsentieren. Das ist Ne. nicht so Bin ja schon unterwegs. Kannst richtig. ja So, das heißt, einfach wir haben machen. jetzt nämlich eine neue Möglichkeit. Bei mir seht ihr einen Standby-Bildschirm. Und jetzt seht ihr nicht mehr einen Standby-Bildschirm. Ich mache Backseat Gaming. Ich mache nicht mehr Backseat Gaming. Arm ist wieder ganz. Also zumindest hier in meinem Streaming-Tool sieht das, was ich direkt von dir weiterstreame, sogar ganz anständig aus. Der jetzt vorm Bildschirm sitzt und sich beeilt, weil er erstmal drüber nachdenken muss, was das heißt. Okay. So. Ich bin jetzt auch da. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Kannst ja erstmal du weiter streamen. Das ist den Tierfütterer mit den nötigen Ressourcen versorgen? Vor allem, während ich gerade gejoint bin, oh, jetzt hat mein Chatty gemerkt, stream das. Während ich gerade gejoint bin, wurde kurz das Bild, was du ja an mich streamst, cringy. Das heißt, gleich im Stream gibt es eine kurze Szene, wo es, ja, da, ah. So. Warum haben wir keinen, weil das Silber ist. Ich wollte gerade fragen, warum wir kein Aluminium haben. Aluminium haben wir jetzt ein bisschen. Zinn und Silber werden langsam knapp. Mache ich erstmal kurz die tolle Aufgabe nachgucken, ob die Ressourcen reichen. Aber ich muss kurz mal ins Wohnzimmer eilen, sonst nichts politisch.
Muss wohl noch mal kurz irgendwie arbeiten. Gut, Sound scheint zu klappen. Du hast nur nichts gesagt. Dann ist dein Ton vielleicht noch nicht im OBS eingebaut. Ja, ich habe den Desktop-Audio nicht angehabt. Ah, clever. Das heißt, man hat dich nicht gehört und ich war weg. Cool. Was Was hast du mache ich denn so jetzt? erzählt? Ja, jetzt müsste man dich Ja, hören. ich habe erzählt, wie ich hier diese Pflanzen groß mache, um sie dann wieder zu zerkloppen, weil da eine Chance besteht, dass man mehr Pflanzensamen rauskriegt, die relativ klein ist, wie man sieht, weil ich das hier schon ein paar Minuten mache. Und das sorgt dann dafür, dass wir dieses Feld hier endlich voll kriegen und Naturessenzen kriegen und die dann. Ja, aus denen können wir dann tolle Sachen machen. So. Ich hatte beim letzten Mal halt angefangen, Acht, sechs. ich hatte offstream da ein bisschen weitergemacht mit der Optimierung unserer Ressourcengenerierung. Das heißt, wir haben hier jetzt Light Matter Cages, weil wir haben mit einem Bug ordentlich Light Matter produziert und Apropos. Dark Matter in Leben und deshalb ist das Ganze jetzt ordentlich schnell. Und dann dachte ich brauche jetzt irgendwie eine geile Compact Machine, damit ich auch mal schnell diese Flüssigkeit kriege. Da sehe ich raus, nö. Light Matter Casing mit Enderium-Innenleben als Quelle für Crucibles reichen völlig. Das heißt, wenn man jetzt gucken, ob wir Tin oder Silber haben. Nein, natürlich nicht. Das heißt, ein Tin im Sieht man dich jetzt das. eigentlich wieder? Neun. Nice. Ich bin fertig. Nein, sieht man nicht. Aber ich kann das umschalten. Jetzt müsste man mich sehen. Gleich. Nach einem kurzen Standby-Bild. So, also ich habe hier dran an diesen Dingen ein bisschen rumoperiert. Da ist das Standby-Bild im Stream. Yay! Ich freue mich, es funktioniert. Ja, ich lese dir jetzt ein paar Sachen vor und du sagst mir, was wir davon am ehesten brauchen werden. Okay. Vines, Kaktus, Sugarcane, Pumpkin, Melon, Wheat, Kartoffeln, Möhren, Beetroot, Lilypads, Cocoa Beans, Lilypad, der. Äpfel. Einfach weil Ending das Edit. das einzige ist, was wir nicht so schon reinkriegen. Okay. Na gut, du kannst Vines in Mana Pool schmeißen. So. Außerdem kannst du mir auch Sachen zeigen. Ich sehe neuerdings deinen Mein Bild, Bildschirm. stimmt. Ja, ich habe dann mal ein paar, zwei Stacks Lilypads gemacht. So. Und seitdem machen wir jetzt schneller Ingots. Genau. Das ist toll. Wir hatten irgendwo ein Config-Update. Ich sehe wieder nicht mehr, wie viele Ingots wir rauskriegen. Kondense. Was? Ist wieder Wir haben weg. aber nichts, wir haben nichts geändert. Ja, aber es ist weg. Okay. Interessant. Aua, das nervt immer noch. Meine Ohren. So. Deshalb gehen wir jetzt auch weg. Genau. Wir haben ein Ja. funktionierendes Reaktor-Casing hinter Mr. Burns Villa aufgestellt. Also funktionierend in dem, ja, Das wie du sagst, Casing das funktionierendes Casing. funktioniert. Gibt noch Es wird keinen in Leben. registriert als ein Reaktor mit einem Power-Output von 0. Aber es macht auch keine Hitze, also mein schmilzt es nicht. Das ist schon mal gut, ja. Ist ja auch nichts drin. So, das müssen wir jetzt demnächst irgendwann planen. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Die Innenfläche sind 24 mal 24 mal 24 Blöcke. Das sind also so um die 13.000 Blöcke, die wir da irgendwie bebauen müssen. Ja, ich habe Das wird tatsächlich länger überlegt, dauern. dass man sich, naja, wobei, also wir könnten uns halt ein cleveres, sich wiederholendes Pattern überlegen, was sich einfach bauen lässt, so modularmäßig irgendwie. Und dann halt in den Ecken oder Kanten das entsprechend anpassen. Also müssen wir sowieso, was anderes ergibt keinen Sinn, diese 13.000 Blöcke von Hand zu füllen, ist ja Wahnsinn. Wir So, brauchen halt also. irgendwelche Cooler, die man am besten nur zwischen Zellen und Radianten setzen kann. Und dann, Genau, wie zum also Emerald Beispiel Cooler.
Genau. Und dann ein gutes Pattern aus Zellen und Radianten. Problem ist, wir dürfen brauchen eventuell deutlich mehr Cooler. Es gibt ja auch hier Iron Cooler zum Beispiel, die nur Gold Cooler brauchen. Und Gold Cooler brauchen dann wieder Wasser und Redstone Cooler. Ja, nee, das ist kacke. Was aber ganz geil aussieht, ist hier Liquid Helium Cooler und Redstone Cooler in Kombination. Das ist zumindest für die äußere Wand baubar. Ja. Weil der Redstone Cooler muss nur eine Zelle berühren. Und der Liquid Helium einen Redstone und ein Reactor Casing. Gut, auf jeden Fall, solange das heißt, wir könnten theoretisch die Flächen mit Helium-Coolern vollknallen, dann die da innenliegenden Flächen mit Redstone-Coolern und die dann innenliegenden Flächen wieder mit Reaktorzellen. Ich weiß nur nicht, ob sie wieder so viele Reaktorzellen wollen. Wollt eigentlich nicht mehr als 512 so in dem Dreh? Weil irgendwann brennt uns auch die Pellets zu schnell durch. Das ist unser Ziel bei diesem Reaktor. Ja, aber wenn er dir dann ein Stack die Sekunde wegbrennt, ist ja auch nicht gut. Dann müssen wir dafür sorgen, dass ein Stack pro Sekunde reinkommt. Scheiße. Easy as that. Ich habe ein bisschen die Metalle gefarmt, die wir dafür brauchen. Wie man sieht, wir haben noch 2 Tough Alloy. Nein, wir haben 735 Tough Alloy. So. Ich bin immer noch am überlegen, wie ich Sachen auf Stack halte. Auf Stock. Ich denke mir für dem nächsten Mal ein Design aus, was wir dann da irgendwie... Nimmst du aber, weshalb ich hier reingerannt bin? Ach ja, ich habe auch eine Thoriumzelle gebastelt und das war eine Quest. Thorium ist sowieso eine spannende Sache. Neulich meinte irgendwie ein Kollege zu mir, dass Thorium ja ein relativ stabiles radioaktives Material ist. Zumindest im Falle einer Kernschmelze nicht alles kaputt macht, sondern einfach erstarrt. Wie viel davon jetzt stimmt. Ja. Aber. Zumal dein Kollege ja wahrscheinlich kein Atomwissenschaftler ist. Nee. Lass mich da gerne eines Besseren belehren, auf jeden Fall. Nimm diese Loot-Chests. Gibt's denn noch mehr Loot-Chests? Was da? Hey, ein Drawer-Controller. Ganz viel. In Industrial Foregoing. Eine Foregoing. In Blood Magic. Eine was? In... Dann spielen wir wohl erstmal Items ziehen. Vielleicht kriege ich ja noch 2 Fission-Controller. Könnten wir gut gebrauchen. Wissen. Ich denke, bist der neue Denker, ja? Armor gehauen. Was gibt's denn beim Extracten noch? Ich weiß gar nicht da. So, gucken wir mal. Mehr Chili Dogs. Wenn die genug Chili Dogs haben. Noch eine Ender Chest. Mount in Destination Inventory to keep. Ich kann mit einem extra Channel einen Workaround bauen. Kannst du das in eine Kiste pumpen? Nee, kann ich nicht mit einem extra Channel. Brauche ich 3 weitere Channel für. Okay. Na, ich kann quasi sagen, tu mir Weizen, Karotten und Samen da rein. Maximal 3 Stacks insgesamt. Und dann kann ich in 3 weiteren Channeln jeweils sagen, nimm mir Weizen raus, aber lass ein Stack drin, nimm mir Karotten raus, aber lass ein Stack drin und nimm mir Samen raus, aber lass ein Stack drin. Und dann habe ich es genau auf einem Stack jeweils gehalten. Boah, ich ziehe gerade lauter Tesla-Coils. Was soll ich damit? Das habe ich nicht vorzubauen. Das ist, Fission Fuels. Bestimmt aus Botania, die Quest. Wie lange hat das denn gedauert, bis du diese Quest bekommen hast? Ich hatte gerade irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen offen. Hey, Spaghetti mit Meatballs. Wenn du die offen hast, macht es doch nicht blinken.
Ich habe 2 Signale um Conversion Kits gezogen. Nice. Mein Glück, ich habe gerade die letzten. Schön, dann weiß ich ja nicht mehr in welcher. Ah, hier. Holographic? Was hast du gebaut? Gar nichts. Aber ein Holoprojektor gezogen. Ah, toll. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Und das Essen? Wahrscheinlich aus Open Computers, oder? Nee, aus Vulpes. Library. Oh, ein Taco. Opens Machine Selection Interface, moves Cross-Section. So. Was? Aber solange ich nichts zeige und du hast irgendwie halbwegs ein Ziel, würde ich sagen... Habe ich nicht. Doch, du wolltest, du wolltest den Weg Tomb Raider ausbauen. Ich habe gerade nicht mein Ziel, weil ich momentan überlege, was ich machen muss. Machen will. Aha. Naja, dann, mein Gott, schalt rüber. Ich bin immer noch am Denken, wie ich das löse. Kriegst du das Bild jetzt? So. Uhaha. Ey, ich hab Dinge gezogen, die keiner braucht. Ein Spawner Seeker. Ein Heavy Plated Shield. Hatten wir nicht noch eine Enderkiste irgendwo rumgammeln? Die wir nicht wirklich benutzen? Also die Weiße benutzen wir ja nicht wirklich. Ah, perfekt. Dann baue ich mir mal kurz mit den Enderkisten quasi eine Enderkiste, die automatisch Zeug in Infernal Furnace schmeißt. Ich überlege gerade, wie ich die färbe. Au. Oh. Was? Was ist interessant? Das sei wohl interessant. Gut. Du wirst es uns ja schon sagen. In der Zwischenzeit suche ich mein Item Duck. okay. Aus welcher Mod? Welcher Mod? The Stock Room. Okay. Hab ich. Gut, ich google das kurz. Hat mich Google sein. Gut, dann gucken wir uns doch mal dieses Iberium Fuel an. Wie das so bündelt. Erstmal kurz die Reste vom alten Haus brennen. Dann bastel ich halt schon mal ein paar Kuchen und Zellen. Dann sieht man wenigstens mal, wie man das baut. Okay. So. Da sind die Zellen, die wir suchen. Die macht man aus Glas und
So. Ich jetzt also so mache. Aha. Nein. In der Theorie führt er ein Buch, welche Items da sind und wie viele. Ja. In der Praxis klappt es aber nicht. Right-click a block with an inventory. To add that inventory to the list of inventories for the catalog to keep track of. Das geht aber nicht mit dem Controller. Offenbar nicht. Und auch nicht mit allem anderen. Also, Storage Drawer gehen auch nicht, offenbar. Nehmen wir noch diese Kiste so lange, die hat geklappt. Und dann sieht das Ganze auch entsprechend nice aus. Du brauchst es mir nicht zuwerfen. Doch, mach's auf. Ja, wir haben eine ganze Menge Schwachsinn in unseren Kisten. Hm? 300 in war. Ich weiß gar nicht, so, wer die da reingetan hat. Nochmal Shift rechts klicken und dann ist es wieder weg. So, es wäre natürlich geil, wenn das mit dem Controller funktionieren würde. Apropos, haben wir noch Appetit rumfliegen? Wir brauchen noch Dünger. Sonst gibt und macht unsere Baumfarm die Krieg. Hilfen kann ich damit auch nehmen. Oh, guck mal hier. Warum können wir keine Clay-Blöcke lagern? Witzig. Ja, weil wir Clay-Blöcke nicht als Barrel haben, sondern nur Clay. Upsel. So, ich kann mal wieder unsere Bienen um ihren Honig erleichtern. Offen die überhaupt noch? Bin ich ausgemacht. Hier ist eine Prinzessin drin. Da ist eine Prinzessin drin. Immer wieder die. Na komm. Immer wieder die Drohnen abnehmen. Zack. Den habe ich nachgeschaut. Hier das Deckglas. Eben hier. Ja. Befriedigend. Auf zu meinem Lieblingsofen. Der mit Uran tanzt. Oder so ähnlich. Ist das buntes Glas oder hat das Glasbarrel ein Upgrade? Nein, nein. Wir haben mehrere bunte Glasbarrel, die ich noch nicht ausgeräumt habe. Oho. Der sammelt den Scheiß ja gar nicht ein. Was ist denn das für eine blöde Kiste? Mob Drop Output. Ja, dann musst du den Scheiß auch sammeln. Hä? Ist ja voll dämlich. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass der Mob-Crusher meine Mob-Drops nicht sammelt. Ist jetzt auch irrelevant, weil der eh noch nicht im Einsatz ist. Aber apropos, wir haben Pink Slime. Und zwar 7 Buckets. Reicht für 7 kleine Kugeln. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man größeren spawnen kann. Also wir können wir nicht. Gibt's diese komische Spritze zum. Ihr habt eine Slime im Beginning Syringe. Syringe. Nee, falsche Mod. Nee, so hieß die früher. Ich weiß. Jetzt heißt sie anders, weil alles anders ist. Slime, Pink Slime, can be obtained by killing Pink Slime with placing Pink Slime Fluid, bla bla. Okay. Pink Slime Fluid. Nee. Hallo Katzenhybrid. Hi, nicer Name. Was ist denn die andere Hälfte, frage ich mich da. Auch niedlich? Keine Ahnung. Mensch, hätte ich jetzt gesagt. Weil niedlich ist jetzt ein schlechtes Merkmal. So. Also ich ordne niedlich jetzt nicht einer Spezies zu. Darum ging es mir eigentlich.
Was soll ich denn gerade? Ich vergesse, was ich wollte. Naja. Dann bist du verpeilt. Du willst Vietnam zum Laufen kriegen. Ja, Vietnam läuft schon. Wir haben Pink Slime. Läuft noch nicht besonders gut, aber es läuft schon. Slime. Und das wird auch... Ach so, genau. Ich wollte Buckets holen für den Pink Slime. Aus meinem Inventar. Ja. Gut, dass ich dafür einmal quer über die Karte fliege. So. Ja. Oh, dieses... Oh, dieses wunderschöne Inventar hat einen massiven Haken. Warte, du kriegst mal das Bild, damit du erzählen, worüber du dich ärgerst. Komisch, Tank. Das Rätsel wurde nicht gelöst. Ist halb Mensch. Also Kawaii. Yay. Dinge, die keiner braucht. Ein Tank mit Wasser drin. Mann, dann nimm doch so einen dummen Kupfertank. Der kostet nichts. Das ist gar nicht vegan. Soll ich dir den Schlachtbetrieb nochmal zeigen? Das hier ist unser Schlachtbetrieb. Und du bist gerade in irgendeinem Tunnel abgetaucht. Als weniger als ein Bucket von dem Liquid Meat ist. Nein, von dem Liquid Meat. Warte, ich hab Fruit Dropper, kann ich dir bauen. Kannst du auch selber, der kostet 7 Steine. Außerdem dachte ich, du willst den eigentlich in dem Gebäude, was noch nicht steht, droppen. So, wenn du sinnvolle Dinge tust, was mache ich jetzt? Ja, das kann ich. Mehr Sand verbrennen für Glas mache ich jetzt. Achso, wenn es wie immer, wenn es irgendwelche Fragen zu irgendwas gibt, was wir als gegeben annehmen, frag durch. Aber da hätte man drauf kommen können. Naja. Und... So nicht. Warte mal. Darf ich mal gucken? Du willst es oben auspumpen, ne? Dann lass uns doch.
Ich habe ihm einfach verboten, das Miet oben auszupumpen. Zack. Wollte er es nicht mehr oben auspumpen. Wenn du auf die Fenster unten drunter klickst, kannst du die Seiten konfigurieren. Nein, weiter unten. Der Verzögerung. Es mögen nur 10 Sekunden zwischen dir und mir sein, aber es sind immer noch 10 Sekunden. Weißt du, was ich bauen kann? Was ich nämlich schon beim letzten Mal bereut habe, dass ich es noch nicht gebaut habe. Yay! Ein Loch im Boden. Total. War nochmal Basic Plating. Basic Plating war eine Menge Blei. Yay! Best! Aber der Weg zur OP, das ist ganz schön weit. Ich hab ihn. Ein Pink Slime. Das passt ja zu unseren Themen. Japanisch, Minecraft in gigantisch, Vietnam und Mr. Burns Atomkraftwerk. Die sind alle Blumen, ganz nah dran. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne machen soll. Ja, ohne Blumen sind diese ganzen Themen gar nicht vorstellbar. Yay, ich hab noch eine Elektre. Yay, ich hab eine Kerze. Ich hab einen Netherstar gezogen. Ja, nur ordentlich schwachsinnig. Kann auch Wither töten. Oh, ein Dislocator. Ein Jelly Sandwich und irgendwas schleimiges Gras. Was macht man mit so einem Quatsch? Nix. Gut. Ja. Aber es ist ja Tall Slimy Grass. Ja, Tatsache. Vom Spiel oder was? Dein Game Sound oder deine... Ich kann ja kurz zur Quality Insurance gehen und fragen. Da ist die Ticket Response.
Mein Mikro. Bisschen was machen. Viel leider. Du hast ja gerade das Bild. Ja. Oh, man wartet darauf, dass ein Schleim spawnt. Das ist ja definitiv qualitatives Fernsehen hier. Du warst nicht zu hören, weil irgendeine meiner Tastenkombis deinen Ton mutet. Geil. Warte kurz. Alter. Wieder. Mit mir den Mund fusselig. Schön, jetzt habe ich alles, was irgendwie mit dem Ton rumspielt, gelöscht. So. Gut, wir haben auf jeden Fall 14 aus den 7 Buckets, 14 Slimeballs gekriegt. Moment, die Quality Assurance wieder. Ja, dass man dich nicht wirklich hört. Ja, mit 2 Ausrufezeichen. Er scheint sehr euphorisch zu sein. So, 14 Slimeballs. Was wollen wir damit tun? Painter bauen. Nein, links oben. Painter bauen? Alter, okay. Bevor du irgendwas sagst, ich reserviere schon mal 4 dafür. Für einen Fluid Transposer und einen Industrial Induction Furnace. Ab jetzt darfst du reden. Ich will aber einen Painter. Die Travel Anchor sehen alle scheiße aus. Ja, das ist schön. Warte, ich guck mal, was noch so gibt. Wir können eine White Laser Lens. Ja, nein, können wir nicht. Fällt aus. Was bist du? Fluid Sieving Machine. Ach, das ist fürs Flüssigfleisch. Ich brauche gar kein Flüssigfleisch. Können wir das einfach dampen? Das ist eine Off-Verdreifachung, aber momentan. Habe ich genug. Oh, hier! Ich könnte einen Slime-Elizer bauen. Den ich auch aus jedem anderen Schleim bauen kann. Wie wäre es denn mit einfach. Wie heißen die denn? Maschinen? RF Tools Machine Frame, ja. Die wir jetzt wollen? Ja, erstmal. Warte, was? AIDS. Stimmt. Gut, dann. Mache ich die einfach. @RF. Ja, ja. Mal angucken, ich weiß schon Bescheid. Wenn das du schon Bescheid weißt. Du nicht? Nein. Ahnungslos. Wie immer. Die Nacht. Matt. Wundervoll. So. Craften wir mal ein bisschen Dry Rubber. So. Du hast eine Ender Chest deklariert. Für den Ofen. Steht es schon drüber. Nein. Achso. Du hast einen Quick Dropper draufgestellt. Ja. Also ich hab auch Zeug raus. Nutzt diesen Ofen gerne, wenn egal ist, wie lange der Brennvorgang dauert. Hast du die weiß gelassen? Nee, ich war auf der Suche nach einem coolen Farbstoff. Ich glaube, ich mache sie einfach blau. Dann, also es wäre gut, wenn du. Es könnte sein, dass du gerade Sachen verbrannt hast. Ich sehe es nicht. Ich habe noch nichts ausgepumpt. Ach so, na dann. Wer nichts auspumpt, kann nichts verbrennen. Was? Natürlich, kann ich von Hand reinlegen. Lügner. So, apropos verbrennen, ich habe hier noch Pay. Ich habe hier noch. Was? Hi. Wo war? Ja, du warst weg. Ich habe hier noch Brennstoff für einen unserer Öfen, aber die haben alle schon Kohle. Ja. Ist so, wenn man Dinge vermehren kann. Was? Das ist. Stell dir vor, ich kann Paperwall nicht verbrennen. Du kannst in unseren japanischen Häusern, wo Paperwall verbaut ist, hättest du gezielt Akzente setzen können. Hätte ich. Zu spät. Die Idee ist gut. Ja. Also. Leider an der Realität gescheitert. Korrekt. Ich hab sie nämlich schon weggeschmissen. Wie der Kommunismus. Bienen. Beziehungsweise nach dem Honig, der da rausgekommen sein sollte. So. Ist denn jetzt ungefähr. Achtung, wenn du irgendwas in weiß-blau-weiße Kiste tust, wird's verbrannt.
Ist auch naheliegend, so Verbrennung und Blau. Blauen Farbstoff habe ich schneller gefunden als roten. Lass mich in Ruhe. Roter ist in dieser Kiste hier. Den hast du da reingetan. Nee, den hast du da reingetan. Nein, in exakt dieser Kiste war er schon. Ich habe dann alles außenrum sortiert und habe festgestellt, der gehört ja nach meinem neuen Plan auch rein. Was weiß ich, wo ich Zeug hin tue? Du kennst mich doch. Ja, genau. Du bist davon ausgegangen, ich habe es ganz weggesortiert. Tja. Schön, jetzt ist es eine weiß-rot-weiße Kiste. Besser. Ich will immer noch einen Machine Frame bauen. Also in der Pommeskiste werden jetzt Sachen verbrannt. War soweit? Was? Sagst du, in der Pommeskiste werden jetzt Sachen verbrannt? Hast du die rot-gelb-weiß gemacht? Nein, weiß-rot-weiß. So wie ich Pommes mag. Mit viel Ketchup und halb so viel Mayo. Weiß-rot-weiß? Ja. Ach, den Mayo und halb so, ja, von mir aus. Ach, ja. So. Wo war ich? Plastik. Nachbarzimmer. Was kam da in die Mitte? Ja. Im Grund klappt unser Wasserchannel nicht mehr anständig. Was? Im Grund klappt unser Wasserchannel nicht. Sagte er, während er ihn benutzte? Mhm. Ist okay. Ist irgendwie so langsam. Ja, und? Machst du schneller? Machst du mehr Wassergenerierer rein? Ist doch nur diese eine Quelle da. Die guckt halt nur alle so und so viel. Nix. So, die du. Oh ja, das ist ja super. Diese scheiß Range-Upgrades decken nicht. Ja, warte mal, ist das nicht eine Quest? Ist so, als wäre das eine Quest gewesen. Dass Range-Upgrades nicht stacken? Hab ich geschafft. Geiles Ziel. Nein, ein Range-Add-on zu craft. Oh. Jetzt habe ich sie auch gekriegt. Ja, vor allem ist das eine Quest. Ach, Pink Slime. Hm. So. Ich habe 3 Reinforcement Modifier gezogen. So. 5 Mal. Moment, ich brauche noch genug Gold für. Verrechne ich mich gerade? Bestimmt. 4 mal 7 ist 28. Klingt plausibel. Ich dachte eigentlich nicht, dass Mathematik was ist, was nur plausibel klingen sollte. Ja, stell dir mal vor, es falsches Wort, rechnen. So klingt übrigens die. Du kannst gerne mal vorbeikommen. So klingt das Ding, wenn es keinen Strom hat. Wie mit Depress. Wunderschöner Sound. Hey, immerhin klappt die ohne Stromanschluss. Hm. Die ist ja so, mit Atommüll. Jetzt brauche ich noch 14. Moment, erstmal brauche ich 7 Machine Casings, Tesla Core Dingsbumse. Natürlich haben wir zu wenig. Bedeutet, ich muss noch 6 Advanced Machine Frames nachmachen. Du bringst immer alle, weil du nur so viele machst, wie du brauchst. Ja, Entschuldigung. Die kosten Stahl. Ja und? Ja und? Schmeiß ich da jetzt einfach den Stahl rein, den ich hier hab und mach Machine Casings draus, oder was?
Kannst du ja mal in das Stahlbarrel gucken. Moment, Stahlbarrel? Warum liegt denn da noch Stahl im Regal? Ahnung, aber in dem Stahlbarrel sind 684 Stahlingots. Okay, von mir aus. Aber die brauchen wir eh noch. Ja, na, ich schmeiß halt immer, wenn ich mal irgendwie im Moment ein bisschen Eisen und Kohle übrig habe, schmeiß ich halt was in die beiden Öfen. Da sind ja sogar noch Stahlplatten. Neues. Gut, dann mache ich ein paar mehr davon. Ich habe jetzt 36 da reingeschmissen. 36 durch 4 sind A9. A9? Ja. Wie die Autobahn. Mache ich halt 3 mehr. Mein Gott. So. Achso, und 4 sind ja noch drin. Also mache ich noch einen mehr. Zack. Wow. Mich hat's gerade ein bisschen gegruselt. Und in dem Moment, in dem Ofen gerade eine, keine Ahnung, Basalt gestorben ist, hat sich plötzlich der Kisteninhalt entrendert. Und ich dachte, er hat mal kurz die Kiste geklärt. So mit über 3 Stacks Enderium. Ging mir gerade ein bisschen die Pumpe. Ja, genau so. Achso, ja, das hatte ich neulich auch. Gruselig. Ein bisschen. Ja, mein Gott. Machst du zu, machst du wieder auf. Liegt wahrscheinlich an der Obsidian-Kiste, oder? Keine Ahnung, ja. Hatten wir ja vorher noch nicht. So. Brauch ja hier noch mehr Zeug. Für die tollen Dinger. Pro Teil 4 Reinforced Zone und 4 Gummi. Also bei 10 Stück 40. Das machst du mir auch gleich einen mit. Ich erstmal was essen, was mich heilt. Ja, offensichtlich mache ich heute Gedöns. Was so übrig ist. Ja. Ja, mal Blutaltar irgendwie ein bisschen größer bauen, damit nicht nur die Technikinsel wird. Die Farm. Auch die Insel wieder ein bisschen Fortschritt kriegt. Und so. Ich habe da mal was geclaimt, was ich schon längst gemacht habe. Eine Mob Imprisonment Tool. Habe ich ja gerade erst gebaut. Und 8 Impregnated Casing. Von Hand. Yay. Ja, Glas. Und. Hier, willst du ein Mob Imprisonment Tool mitnehmen? Ich hab schon eins. Soll ich damit so mitnehmen? Kannst du meine private Werkzeugsammlung? Genau. Ist mittlerweile ganz schön voll. Also, müsste sagen, ich habe. Dem Ding kann man ja Viecher auch einfach mitnehmen. Das ist voll geil im Gegensatz zu diesem goldenen Lasso. Ja. Aber mit dem goldenen Lasso nicht Viecher einfach mit? Na, die für das schwarze Lasso müssen die bösen Mobs irgendwie unter einem gewissen Health-Level sein und. Damit du Villager mitnehmen darfst, musst du mit denen erst einen Vertrag schließen. Mit dem Goldenen. Ist umständlich. Man kann auch einfach das nehmen, was sie zwingt. So, Reinforced Stone. War hier noch irgendwo. So zufällig Reinforced Stone aufgegeben für Stahl. Ah nein. Dann habe ich nicht. Ich hab's gefunden. Wo komm ich denn an? Achso, das ist einfach Stone, das ist Grout, das ist Clay Dust. Okay. Oh, machen wir noch einen Stack von. Oder zwei. Was? So gerade zu raffen, wie ich an ein Divination Sigil, Sigil auf Deutsch, komme aus Sun Magic. Da steht einfach nur Schiebs ins Alchemie Array. Ja. Aha. Guck was einfach ist das Alchemie Array. Das war das, was ich erzählt hatte. Die gemalten Kringel aus Zeug. Alte Kringel. Aus Asche.
Du machst Aschekringel, dann tust du ein Item rein. Und dann ändert sich das, was du gemalt hast. Und dann tust du noch ein Item rein und das fängt an zu craften. Ist die Asche ja für Machen auch schon scheiße. Dann machst du in dem komischen, in der Hell-Dingsbums Forge da, die ich gebaut habe. Ich hab das Rezept Mit gesehen. einem Devil Will oder wie es heißt, ja. Rezept wurde für doof befunden. Okay, ups. Aber früher oder später werden wir irgendwie Asche herstellen. Ups. Hoppala. Naja. So, 9 Stack, 9 Stack Arkanen Stein. Ich möchte vielleicht mehr als eine Pure Daisy. Dann mache ich noch einen halben Stack Clay Dust. Komme ich dann an Clay Dust? Playworker zerkloppen. Manufactory. Macerator. Einfach einen Hammer nehmen. Zusammencraften, Hammer nehmen. Ready werden. Das ist halt diese Pure Daisy hier. Brauchst du gerade? Brutaltar Tier 2. Weiß nicht, wie es geht. Und danach quäle ich mich mal mit zum Siegel und vielleicht einem großen Ritualkreis ab. Normalen Ritual. Ich habe mal ein paar Stacks Reinforced Stone gemacht. Hey, nicht so viele Stacks wie ich gerade. Ist jetzt da weg. Arcane Stone gemacht habe. Offensichtlich hatte ich jetzt exakt 8 Stacks. Nice. Nö, ich habe erstmal habe ich vergessen, dass ja aus dem Grout Crafting Rezept. Moment. Mit den Blöcken 8 Grout rauskommen statt. Ne, wobei, das war mir relativ bewusst. Genau. Aber irgendwie waren es dann trotzdem 2 Stacks und nicht einer, obwohl ich einen gedacht hatte. Mir also doch vertan. Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, dass ich aus einem Stack Grout und einem Stack Steine und der zugehörige Menge Clay Dust gar nicht 2 Stacks Reinforced Stone rauskriege, sondern aus einmal Craften ja 16 Reinforced Stone rauskomme. Naja, jetzt haben wir 8 Stacks. Ja, wo ist ein ja. Upgrade? Ich habe gerade welche weggeschmissen. Ich glaube, es waren mehr als 8 Stacks. Wird ja nicht schlecht. 4 Stacks? Keine Ahnung. 512 halt. 512 sind 8 Stacks. Ich weiß das. So viele Fusion Fails wollten wir vielleicht verbauen. So, jetzt haben wir das schon. Genau. Wenn ich da 10 kriege, kann ich hier schon mal 6 rausnehmen. Dann sind die 5 übrig, die sind dann einfach mal schon mal fertig. So. Ein 2x2 Basic Drawer ist keine Maschine. Mein lieber Mitspieler. Was? Muss jemand anders da reingetan haben, aber bestimmt nicht ich. Ich weiß auch nicht. Ansonsten ist niemand gewitelistet. Ja, können alle behaupten. Ja, ich vor allem, denn ich habe nur uns beide gewitelistet. Lüg nicht. Ja, nicht so. Ist mir schon klar. Komme ich denn an den einfach? Gem used to contain a little will. Reicht dir das? Was? 12 Spieler haben versucht, sich auf dem mit dem Server zu verbinden. Ja, die Zählung ist aber ein bisschen verschoben, glaube ich, weil es also meine Vermutung wäre eher, dass er die Fake Player mitzählt. Also 12 Scene heißt ja, dass sie schon eingeloggt sind. Das heißt, wenn irgendeine Mod...
so tut, als wäre sie ein Spieler. Zählt das. So, weil ich will 10 davon craften, mal 2 davon und dann. Also quasi pro einmal craften führen, das bedeutet 30 hiervon. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Ja. 30 davon. Und 30 davon. Ein Glück habe ich Tin nachgefüllt. Das hätten wir mit nur 1000 Tin-Ingots gemacht. Jetzt haben wir wieder 10.000. Gut. Mein Feld, ich habe gar nicht nachgeguckt. War es noch weit reichen? Ah, 60.000 sind noch. Wieder neu. Was ist das denn? Denn ich muss ich scharf machen. Ja, sollten wir vielleicht mal irgendwann demnächst automatisieren. Weil so langsam kommen wir in die Sphären, in denen wir so viel brauchen, dass wir also so schnell wieder neue brauchen, dass wir da jetzt mal nicht mehr manuell dran denken müssen. Ich habe gesagt, wenn man es automatisiert, nee. Alter, ich sehe das Fluid gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es noch Ping macht. Ja, tut's. Ich höre es ja nicht. Warte, lass mich auch hören. Ping ist schön in den Ohren. Oh, schnell weg. Ich hatte übrigens gerade das Phänomen, dass ich Living Rock abgebaut habe. Außer wie Cainstone. Andersrum. Cainstone aufgebaut. Außer wie Living Rock. Oh, das heißt, das leckt wieder ein bisschen. Weil die Kiste ist ja auch ständig leer. Weiß noch nicht, was ich von unserem Setup heute halte. Dass es zwei Sichten gibt. Finde ich. In dem Titel, wir dürfen drüber reden. Ja, ja, machen wir weiter. Dass wir zwei Sichten haben, die hier so umschalten kann. Finde ich ziemlich cool. Man hört dich jetzt noch. Weiß ich nicht. Hast du? Nee, das gut. Finde ich ziemlich cool. Aber das ist ja mehr technische BNS im Mittel. Mehr Sachen, die man beachten muss. Und mein Zweitbildschirm dafür drauf geht. Ja, deshalb habe ich ja gesagt, wir setzen uns da nochmal hin und machen das nochmal schick. Das war jetzt erstmal ein Versuch, ob wir das Delay rauskriegen, was offensichtlich relativ gut funktioniert hat. Ich komme, aber 2 Sekunden gegen 30 ist schon mal... Sind's auf 10. Wenn ich nicht dein Bild sehen würde, würde es nicht stören. Ja. Naja, genau. Und genau dafür will ich ja sorgen, dass es irgendwo im Hintergrund läuft. Und dann können wir bei dir vielleicht auch noch dieses automatische Switchen anmachen. Da muss ich ja reinklicken. Dass du quasi... Ja, ja, und? Damit man dein Bild sieht. Und dann kann ich ja nichts machen in der Zeit. Das ist ja dumm. Nee, ich dachte gerade dran, dass wenn du irgendwie was zu tun hast und dann auf mich schaltest. Ja gut, aber du könntest... Nee, kannst du auch nicht. Jetzt, ich weiß gerade nicht, wo das mit mir anzufangen, deshalb halte ich auf dich hin. Ne, jetzt gucke ich gerade nur in eine Kiste. Ja, und ich gucke den Blutaltar zu. Was auch dumm ist, weil ich könnte einfach schon mal anfangen mit den anderen Dingern. So, jetzt habe ich gerade auf den Blutaltar umgeschaltet, weil ich mich wenigstens selber piekse. So, und zwar die Teile. Davon brauche ich 20. Also brauche ich von den Dingern 40, also brauche ich 120 Kohle.
Na, wie praktisch. Ich finde übrigens, dass Blood Magic ruhig mal einführen könnte, dass die blöden Slates abwärtskompatibel sind. Dass du auch bessere Slates für schlechtere benutzen kannst? Ja. Mhm. Also, jetzt muss ich noch einen Stein transformieren. Ich nehme meine Steine wieder. Machst du? Ja. Na gut, ich will ja jetzt halt weiter piksen. Ich hab. Scheiße. Muss ich denn mit einer leeren Hand klicken? Wer hat sich diesen Wachsinn denn ausgedacht? Wobei? Um Sachen aus dem Blutalter zu nehmen. Weiß ich jetzt auch so spontan nicht. Wahrscheinlich der Coder von Blood Magic. Blood Magic. Ach. Aber warum kann ich denn nicht mit dem, was rauskommt, drauf? Ach ja. So, völlig gecrunched. Ich sterbe halt für die Sache, lass mich. Den Debuff scheint es übrigens nicht mehr zu geben. Mach was wieder sinnvolle Dinge. Mach mal andere Dinge, die für monoton. Ich stelle, glaube ich, fest, dass ich mich verzählt habe. Denn irgendwie sind 15 nicht. Mal 5 mal 2 mal 4. Ja, Überraschung. Na, mein Hirn hat wieder komische Sachen gemacht. Ich glaube, 40 mal 4 sind nicht 120. Nur ein paar Machine Casings. Mhm. Wir können übrigens Premium-Äpfel machen. Wenn jemand Wither farmt. Ja. Das fand ich jetzt insgesamt irgendwie nicht so sinnig. Unser so Premium, unser schönes so Premium für Äpfel zu verschwenden. Also ich meine, du kannst ja gerne welche machen, aber bin ich auch noch welche? Ja, jetzt gleich nicht mehr. Nutzt die gerade. Altar zu. So, uns fehlen übrigens für die komische Bienenrüstung nur noch 4 von den Weave-Dingern. Eine. Ja. Warte mal. I.
Ist sie hier jetzt erst? Dass es die gleiche Textur ist quasi. Winter Dust und Blaze Powder. Ich habe tatsächlich gerade überlegt, statt rüber zu fliegen zum Ofen. Okay, Infernal dafür. Furnace, uns beiden je eine in der Pouch zu machen. Was ja prinzipiell gar nicht so dumm ist. Die könnte man einfach haben. Ja, aber dann sollte man auch die Hungry Chest. Was auch nicht so dumm unmöglich ist, haben ja. Da drüben noch nicht. Doch. Hast du deinen Router wieder rausgerissen? In der Ningetal. Keine Ahnung. Da ist er doch. Mist? Ja, Router. Da war doch ewig ein Loch. Ja, und der Router lag dahinter auf dem Boden. Ja. Musste man nur ins Loch einsetzen. Mit nur Controller. Ich bin irgendwie weggenommen wegen. Ja, zu testen. Ja, alles da. Wieso gibt es eigentlich zwei Power Channel? Oh. Power, Power, Water, Water, Water Supply. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Weil wir auch mehrere Orte haben, wo Power herkommt. Haben wir? Oh, hallo, das einzig wahre Wesen. Da bist du wieder. Na, den Fortschritt angucken. Wir haben jetzt große Reaktorwürfel, seit du das letzte Mal angeguckt hast. Und wir nicht lesen konnten, dass du da bist. Wir haben einen großen Reaktorwürfel und vier. Großraumränder. Genau. Und offensichtlich ein Gewitter. Oh ja, dann sollte mal jemand von uns pennen gehen. Ich konnte gerade nicht, ich musste meinen Kaffee mit Strom aufladen. Und ich wollte immer noch das Büro einrichten. Fällt mir ein, wo ich dich da rumrennen sehe. Zip. So, das ist soweit. Das ist auch soweit. Oh, und der Strom ist low. Wieder? So, wir ein bisschen Koks in den Generator schmeißen. Nee, IC. Keine Angst. Habe ich gerade. Verstehe die Nachfrage nicht. Wieder? Ja. So wie. Ja, mein Delay. Menschen. Bitte. Schreibt doch, worauf ihr euch bezieht. So. Machine Frame. Oh, ich habe immer noch was vergessen. Naja, machen wir gleich. 10 davon. 10 davon. Warum fehlt da schon wieder Holz? Wie habe ich denn jetzt? 16? Wenn ich mich schon wieder verzählt habe. Ich brauche doch nur 7. Wo fehlt Holz? In irgendeinem Pagoden da. Weil da ein Blitz eingeschlagen ist. Wir hatten gerade Gewitter. Wenn du dich erinnerst. Hacke. So, Heatvent. Die stecken ja auch nicht. Das. Oh. Moment. Kann ich hier sagen? Nein. Toll. Okay. Dann nehmen wir hier die Knochen raus. Aktivieren das alles wieder. Ups. So. Ich knall hier mal. Ich benutze mal kurz deine komische Kiste da, wo man deinen Kram drin landet. Aber du bist ja sonst öfter mal bei uns. War nicht, was ich wollte. Ich meine, wir waren ja heute auch noch nicht da, bis. Hm.
Dry Rubber, Dry Range Iron, Machine Casing, macht er das. Zack. Was macht er jetzt? Ja, das war ja nicht, was ich wollte. Ach, toll. Dann lass dir gesagt sein. Ich freue mich immer, wenn du uns besuchen kommst. Völlig egal, ob du an den Tag schon mal da warst oder nicht. Eine super Elf, wir sind alle. Na. Eigentlich dachte ich, ich warte nur kurz, bis ich sehe, dass wir das Gate geschafft haben. Dann versuchen wir uns das nächste Mal ein paar Ziele zu stecken. Shift? Ah, okay. Shift plus zur Seite. Also. Die Sache mit den verschiedenen Temperaturen auf der Welt. Ich erinnere mich dunkel. Falsche Kiste. Schlafter macht wieder komische Sachen, oder? Ja, ich hab die Kiste vertauscht. Da rein. Accessible from north only. Wenn ich richtig liege, ist hier Norden. Weiß nicht, ich sehe deinen Kompass. Diese Kiste da ist Norden. Diese Kiste da ist Süden. Aus der dürfte er in diese beiden Slots hier nichts einpumpen. Hier steht North Only. Huch, du hast eine neue Tastatur gefunden, aber das kann ich nicht lesen. Sieht sehr japanisch aus. Ja, deshalb kann ich es mir trotzdem nicht lesen. Na dann muss man das wohl oder übel doch von Hand machen. Machine Frames werden immer bescheidener. Dann nehmen wir diese Kiste und tun sie wieder hier hin. Ups. Offensichtlich noch eine Torch abgerissen. Okay. Und was heißt das? Ah, das heißt, ich kann auch Japanisch nehmen. Nehmen wir das an, das ist gleich die Übersetzung. Nee. Das sieht nicht. Nee. Dann will. Was heißt das? Das hat mich neugierig. Kiste da rein. Nutz da rein. So. Also wie du dich über deinen Crafter aufregst, ist auf jeden Fall spannender als zu sehen, wie ich mich hier selber umbringe. So. So viele Slots habe ich gar nicht. Für diese doofen Heatvents. Naja, dann muss ich halt
Okay, also. Ich brauche 14 davon. Das heißt, ich muss 14 Platten zerkloppen. Das geht schon mal. Schön, dass wir jetzt eine Metalformer haben und die nur trotzdem nicht benutzen. Nö, ja, ich werde ihn gleich benutzen. Kabel? Jo. So. Denn diese tollen Motoren hier brauchen ja auch Kabel. Und zwar 16 pro Motor, ich brauche 14 Motoren. I. Das ist eine große Zahl. Naja, der Google-Übersetzer Sprache ist halt, arbeitet halt nicht wirklich mit einem Algorithmus dahinter. Macht halt mittlerweile Satz für Satz, früher Wort für Wort. So. Geht die Syntax. Hier, wir kommen da raus. Ich bin gerade auf den Dingsbildschirm geschaltet und ich hab's verpasst. Der Taschenrechner angegangen ist. Jetzt läuft es gleich durch den Stream und ich kann es nicht mehr. Oh nein! Ernsthaft? Ich kann auch einfach den Taschenrechner auf meinem, fällt mir gerade auf. Ich habe hier noch einen Bildschirm, in dem ich arbeiten kann. Und 24 durch 3. 75. Grob. Also ein Stück und 11. Metalformer. Yay. Extruding. Oh Gott. Bei der schnellsten Maschine in ganz Minecraft. Man aber trotzdem ständig braucht. Gut, das kann jetzt ein bisschen wenn man Modell spielt. Ich brauche auf jeden Fall noch mal so viele Iron Ingots wie ich. So viele Coils. Also da 14, da doppelt so viele. Warum so mega ist das Bild ein Glowstone, wenn ich dann 4 Seelaternen? Ich bin jetzt werfen. Ich habe Augen im Hinterkopf. So. So. 42 und dann nochmal die. Ups, daneben. Nochmal. Die Eisenplatten, also 4 pro Ding mal 14 sind 56. Ja, ich hatte vorhin die Beschwerde bekommen, dass es ein bisschen rauscht oder ein bisschen mehr.
Da hatte ich mich etwas leiser gedreht. Du kannst ja auch ein Gate reinbauen. Dann wird man nicht nur abgehackt. Toll. Ja, ich glaube, ich müsste mein Gate mal ein bisschen anders einstellen. Mhm. Offensichtlich brauchen wir noch ein bisschen Feintuning. Ja. Geht schon. Wir kriegen das schon hin. Ich bin immer noch zu leise. Okay. Achso, bei mir nicht. Du bist jetzt blöderweise auch bei mir laut. Ja, das ist halt meine erste Stellschraube. Hm. Ich hab ja nur 12. Das Ding klingt halt immer noch vor sich hin. Kling? Der Kondenser. Achso. Aber bei dem bin ich doch gerade gar nicht. Nee, bei mir halt. Du hörst davon ja nur nichts. Aber jetzt sind wir gleich los. Das ist, was wir vielleicht noch beheben können. Ja, aber dann muss ich ja deinen Ton durchschleifen. Ja, und? Und meinen irgendwie ganz umbauen. Ja, wir müssen ja eh nochmal umbauen. Ja. Schrägstrich wollen. Also du hörst, wenn ich mich am Fuß kratze, also dass man hört, wenn draußen ein Auto vorbeifährt, das weiß ich ja mittlerweile, aber... Ich höre nicht mehr, es wird einfach nur lauter. Gefühlt. Und was wollte ich denn jetzt? Glowstone holen. Strom ist schon wieder alle. Ja, wir brauchen mehr Koksblöcke. Oder ich nehme einfach Kohle. Die ist nicht so schwierig zu kriegen. Jetzt wird Zeit für holen. Mal gucken, mal, aus Kohle kann man Blöcke machen. Zack. Wes, warum hast du mir den jetzt da hingetan? Da war mein Buch schon. Aber gegen die Autos, die hier vorbeifahren, kann ich halt leider auch nicht viel machen. Gut, falls du gerade bei mir guckst, bleib mal auf dich. Ich muss kurz wohin. Ja. Bei mir gibt's gerade nur... Aua, falsches Werkzeug. Ah, ich wollte was bauen und habe mich jetzt mal mit dem durchgepiekst. Ja, bei mir gibt's halt gerade nur den tollen Blutaltar. Ich hab mir hier so eine Bauhilfe angemacht. Yay! Er macht jetzt Licht. Und ist hier 3. Glaube ich. Vielleicht. Sollte sein. Was wir prüfen können, indem wir den nächsten Laptop machen. Magician's Orb. Da brauchen wir einen Taumium-Block. Dafür müssen wir wohl oder übel Taumium herstellen. Also 45 mal Prägantatio, 45 Terra. 9 Eisen. So. Dann muss ich mal kurz an meine Bobbles. Wie ihr ja auch sehen können.
Du meinst jetzt designtechnisch? Oder nur von der Bauweise? Also, vieles von den ganzen Plattformen ist ja mit Vanilla-Prinzipien entstanden. Also, zum Beispiel, den extra dicken Boden, den haben wir mit dem alten Lass Wasser runterfließen, damit du von unten Blöcke anbauen kannst. Trick angebaut. Deshalb ist das ja auch meistens Cobblestone, weil Cobblestone kriegt man ja aus dem Generator. Und das Fliegen? Das Fliegen, das habe ich noch gar nicht so lange. Und die meisten dieser Gebäude bestehen tatsächlich aus Vanillablöcken. Also gut, das Marble hätte man auch, wie heißt das, Basalt nehmen können. Also es gibt ja auch andere Steinsorten, aber ja, so Bauwerke in der Größe kann man, ziehe ich auch in Vanilla hoch. Da gab es auch schon, hatte ich früher ein paar Projekte, wo ich versucht habe, kleines Rollenspiel zu bauen. Nur mit Command-Block-Blöcken, bevor man damit allen möglichen Scheiß machen konnte. Und da haben wir dann wirklich versucht, nicht nur versucht, auch gemacht, diese Größen und epische Bauwerke zu erreichen. Schwieriger wird es mit so Stilfeinheiten wie runden Säulen. Das geht nicht mehr irgendwann. Aber es geht schon. Wieso Präkantatio? Präkantatio. Präkantatio, das war in Salus Mundus drin. Ach, irgendwas ist immer mit dem Ton, Jetzt fehlt mir das Kontrollorgan durch meinen besten Kumpel. Wir brauchen Redstone. Redstone. Ich mach mal ein Stack mit. Wir holen davon Stack, davon Stack und davon Stack. Und dann Gold. Ey! Heute die hingehängt. Jetzt bald. Das ist Frank. Nachdem du da schreist. Moin, Selina. Meine, ich kann jetzt natürlich hier auch versuchen, an meinem Ton rumzudoktern, aber wie das bringt, weiß ich nicht. So, und wir hoffen, dass ich jetzt weniger abgehackt klinge. Dankeschön. Ich schätze ja Vertrauen in mich. So,
Flint brauchen wir noch. Wo ist der Flint? Da ist der Flint. Und dann haben wir Salis Mundus. Salis Mundus. So. Flint zurück. Brauchen noch einen. Denn Salis Mundus hat, oh Gott, da sieht man es, 5 Präkantatio und 5 Power. Ich will mich selber mit dem Zeug zu. Ich glaube, ich habe Frank Poltern hören, der müsste gleich wieder da sein. Hallo? Gut, so viel dazu. Ach, doch. Ja. Es wurde auch schon nach dir verlangt. Oh, ach so. Weil kaum warst du weg, war aus irgendeinem Grund, wurde ich immer leiser beim Reden, bis auch ich unter die Schwelle, unter die Schwelle gefallen bin und dann wurde ich abgehakt. Was natürlich prompt für lautstarke Beschwerde gesorgt hat. Naja. So. Ah, ja, aber hast du gelöst, oder? Ich hab dich schon jetzt ein Stück geändert. Wenn man das gelöst nennen will. Wie du lesen kannst. Wieder da, ja. Und hallo zu Lina. Ja, stimmt. Lina ist da. Auch wenn sie außer Moin nicht viel mehr gesagt hat. Naja. Vielleicht ist auch einfach nur jemand durch die Wohnung gelaufen. Ja, ich warte hier immer noch auf Kabel. Achso, warte. Gucken wir uns das an. Ich fülle gerade Aspekte ab. Mach nämlich Zeug. Kennst du das, wenn du vergessen hast, was du machst? Aber erstmal abfüllen, ja. Wird nicht schlecht. Nee, ich wollte irgendwas craften. Oh, das wäre so ätzend. Taumium, im großen Stil. Warum? Weil ich 9 Ingots brauche. Voll der große Stil, ey. Ja, ne? Und dafür brauchte ich dann spontan 45 Precantatio. Was hab ich denn da immer reingeschmissen? Salis Mundus. Nee, ich glaube, ich hab. Nee, Mützel war. Nee, ich hab die. Ach, ich hab die komischen Steine genommen. Es gibt, ja, so finde ich bestimmt was. So. Denn der nächste Ort braucht einen Taumium-Block. Ich habe. Na, wo sind sie denn? Du hast? Wen hast du? Gewaltbereite Rechte. Und sonst? Nö, eigentlich nicht. Ich habe nur keine Lösung dafür. Mann. Was ist denn der Kram? Das klingt, als wären meine Kabel fertig. Wie viel muss ich denn da reinstecken für diesen blöden Orb? Ah, ja, deine Kabel sehen fertig aus. Nee, doch nicht. 25.000, da kann ich mich noch eine Weile pieksen. Passen die überhaupt rein? Wir haben noch nur 10.000, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber das Item liegt ja schon drin und saugt die auf.
Warte mal, ich glaube, ich habe mich verzählt. Die neuen Emojis sehen ja wirklich nice aus. Zumindest das grüne. Mal. Das sind... Oh, Mann. Was sagst du, der verwirrt? Ich brauche natürlich keine Iron-Item-Casings, sondern Tin-Item-Casings. Das ergibt Tin. Das ergibt Tin. Das ergibt Tim? Wer ist dieser Tim, von dem du... Nein, gut. Dann haben wir... Da. Warte mal, was? Warte, was, was? Achso, Tin Plates. Ja, okay. So, zack. Hoppla. Da ist kurz was aufgeploppt im Bild, was ich gar nicht aufploppen haben wollte. Da. Warte mal, ich will doch. Ja, doch, 7. Okay. Das ist 14 davon, das ist 14 davon. Ja, ja, ich werde heute auch nicht mehr alt. Aber ich bin mal gespannt, ob wir es heute noch schaffen, die neuen F-Tools Machine Cases zu bauen innerhalb der nächsten 10 Minuten. Sieht gut aus. Dann leiten wir nämlich den nächsten neuen technischen Schritt ein. Ja, endlich. Auf dem Weg zu Mods, die jeder kennt. Terminal Foundation. Ja. Wir sind übrigens noch einen Crafting-Vorgang weiter weg, ne? Ja, ja, noch. Wir sind ja auch noch auf dem Weg und nicht schon da. Den Spaß macht man nämlich im Thermionic Fabricator. Mit diesen wunderschönen Blöcken hier. Oh, schick. Einmal aus jedem Scheiß Casing. Ja. Aber immerhin kommen zwei raus. Juhu. Übrigens haben wir, apropos, wir haben natürlich von diesem hier nur noch einen. Obwohl, das geht. Was? Welchem hier? Was von dem... Alter, wie viel muss ich denn essen? Bis aus diesem Taumium-Block endlich mal mein scheiß nächster Blattorb wird. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich doch nicht umbringe. Ich guck gerade mehr bei dir zu als bei mir. Die stecken? Das ist neu. Ach so, die stecken nur in dem Reaktor nicht. Stimmt. Ne, die haben auch im Inventar früher nicht gesteckt. Aber ist halt, wenn du so einen Riesenreaktor einrichten willst, schon scheiße. So. 2. 4. 6. Ja! 8. 10. 12. 14. Wieso brauchst du nochmal 14? Brauche ich nicht. Du meintest nur, ich soll ein paar mehr machen. Ja! Wir können jetzt Dinge tun. Gates. Damit haben wir ja tatsächlich ein Ziel heute erreicht. Wollen wir eine Power Cell aus Elf Tools, eine Energy Cell Basic oder einen Advanced Energy Cube aus Mechanism? Wie viel können die so speichern? 3,2 Millionen F. 10 Millionen F und 10 Millionen F. Ich will was von den 10 Millionen F Dingern. Denn die Power Cell ist ein Multiblock. Oh.
trotzdem kann die doch auch 10 Millionen storen. Oder meintest du die? Ja, ja. Achso. Also, der Advanced Energy Cube hat scheinbar irgendeinen anderen Vorteil, also, weil der kann nur 3,2 Millionen. Lass uns den Power Cell nehmen, die sieht lustig aus. Klingt gut. Bam. Die ist bestimmt ganz einfach zu machen. Warte, ich suche das. Power Cell. Es gibt übrigens auch noch eine Advanced Power Cell. Die geht voll. Nee, geht die nicht. Machine Frame. Ah, da. Ja, doch. Der Rest ist easy. Das hier ist ein bisschen kacke, aber wenn wir wollen, kriegen wir das auch. Was, die Prismarine Shard? Die können wir doch am Bumstisch machen. Oder am Laser. Da war alles. Was. Bumstisch, Laser. Gibt noch ein paar andere Rezepte. Sieb. Ja. Zack. Zack. So, ein Machine Frame. Ein Warte. Ein Machine Case. Ein Heavy Engineering Block, den hatte ich hier drin gelassen. Und ein Iron Casing. Und in die Mitte ein tolles das Ding. Kacke. Sollte mir das so Machine Frame. Mal gucken. So, das. Copper Gear. Hier Glas geht hin. Einzig Nahrewesen. Willst du jetzt echt noch den nächsten Maschinenframe machen, oder was? Ja! Na, ist ja ein Witz. Das ist ja. Dann nehme ich mir hier 4 Eisen. Und dann habe ich alles zusammen. Halt, ich bin nämlich auch fertig für heute. Zack. Ich krieg meinen blöden Orb nicht mehr auf die Kette. Nervt. So, lege ich jetzt das Ding hier ran. Und dann muss ich erstmal umständlich dieses Rezept einstellen. Ach, Kacke, sind doch. Wer hat sich das denn ausgedacht? Kann man das nicht Shift klicken? Wie ist da ein Zombie auf den Creeper gekommen? Come on, nice. Zack, zack. 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 Bam. So, was gibt's da Schönes? Noch mehr Machine Frames. Klingt gut. Bin dafür. Man kriegt eh alles. Ach, stimmt. So, das bedeutet, wir haben jetzt Tools angefangen. Checkt. Häkchen, Detect, Claim. Bücher. Mhm. Sehr gut. Und wir haben Thermal Expansion angefangen. Häkchen, Detect, Claim. Vielleicht mal die EF-Tools Bücher. In das Buch craften. In das Buch craften. Ist da nicht schon was von drin? Nee, ne? Irish Tools Manual.
DevTools Controls Manual. So. Na schön. So, das Multimeter kommt gleich mal hier rein. Den Schraubenzieher habe ich schon. Können wir daraus irgendwas Geiles craften? Ein Batch Crafter aus Industrial Craft. Toll. Ja, ich tue den also mal hier irgendwo rein. So, ups. So. Und dann gibt es hier noch den Smart Wrench. So, ich habe jetzt noch 2 Slots. 3, wenn ich mich anstrenge. Ich habe noch 4. Was habe ich denn mehr als du? Keine Ahnung, ich habe andere Sachen als du. Ich habe zum Beispiel Skyhook. Du hast den Dagger, glaube ich, auch nicht dabei. Stimmt, den habe ich in der Hotbar. Ja, und du hast keinen Schuriken. Meine ich. Ich weiß nicht, ob du einen Wand of the Forest hast. Das ist wahrscheinlich kein Portable Analyzer. Ja. So. Hey. Zack, zack. Du doofes Questbuch. Wer ist denn auf die Idee gekommen, die Terminal-Maschinen aneinander zu chainen? Na. Aber ein Redstone Furnace. Aber ein Pulverizer. Aber ein Fractionating Metal. Ah. Ich baue mal hier einen Fluid Transposer erstmal. Und einen. Ach, hast du schon. Ja, ich wollte nämlich gerade eigentlich so. Klau dein Rezept. Und das macht bling, bling, bling. Und ich stehe da und das macht gar nichts. Scheiße. So, wo steckt die jetzt hin? Wir haben keinen Raum dafür. Oben ist noch, sind noch 2 frei. Den einen davon wollte ich, habe ich vergessen. Und den anderen weiß ich nicht mehr. Ja. Der wäre schön. Und wer schließt jetzt an? Nicht mehr heute. Ups, ich wollte mich doch auf den Balkon stellen. Und vorher nochmal die Türklinge drücken. Warte. Stimmt, die habe ich da hingehängt. So, jetzt habe ich die Kamera. Und jetzt drücke ich die Türklinge. Ist auch geil, dass wir uns ein Compression-Dynamo schenken und dann ist das die Quest in 3 Quests. So, dann stelle ich mich hier. Oh, für die Energy Cell hätten wir auch gleich abstauben können. Mist. Ja, aber wir haben noch einen Energy Cell Frame. Wir machen das schon. Mhm. Aber ja. Damit nee, den Energy Cell Frame ist herzlichen Glückwunsch, den kannst du nicht benutzen, um eine Energy Cell zu machen. Wir haben jetzt jedenfalls erstmal Tier 3 angefangen, also Terminal. Und können jetzt ein bisschen Design ausbauen, offstream. Und ich kann mir im Kopf machen, was in den Reaktor kommt, offstream. Damit wir beim nächsten Mal nicht irgendwie 2 Stunden rumdümpeln. Onstream. Warte mal. Willst du jetzt noch was zeigen? Ich habe mir so ein schönes Schlussbild rausgesucht. Das ist voll das schöne Schlussbild, aber wir können jetzt Black Iron machen und könnten schnell noch das Gate für Psi fertig machen. Was? Sobald der Dactyl Smelter Strom hat. Ich wollte ihn jetzt aber nicht mehr anschließen. Naja gut, dann nicht mehr. Außerdem haben wir für Black Iron noch mehr Verwendung. Naja, machen wir mal ein bisschen mehr davon, genau. Gut, ja. Denn euch bis allen denn eine geruhsame Nacht und ich suche in der Zeit mein OBS. Da ist es. Und tschüss.